Als eine Frau dieses jaulende Geschöpf fand, holte sie sofort Hilfe. Die heutige Geschichte ist etwas für Tierliebhaber. Tiere sind kostbare Geschöpfe, die oft harmonischer mit der Natur im Einklang leben als wir Menschen. Wenn wir unsere kleinen Gefährten aus schwierigen Situationen retten, macht uns das zu Helden. Viele glauben zwar, wir sollten uns nicht einmischen und der Natur ihren Lauf lassen, doch manchmal ist das einfach zu viel verlangt. Wie soll man ein Tier, das um sein Leben ringt, einfach sich selbst überlassen? Es gibt viele Geschichten von tollkühnen Hunden, die ein menschliches Leben retten. Aber wie oft ist es umgekehrt der Fall? Heute erzählen wir unter anderem die Geschichte einer Frau aus Arizona, die sich verantwortungsvoll für Tiere einsetzt. Schau dir an, was geschah, als eine Frau dieses jaulende Geschöpf fand und sofort Hilfe holte. Wir haben uns in die Ferne begeben, um die herzerwärmendsten Geschichten aus der ganzen Welt zusammenzutragen. Rettung eines Elefantenbabys am Straßenrand. Thailand ist bekannt für seine schönen Landschaften und exotischen Tiere. Dies ist die Geschichte eines Thailänders, der etwas Erstaunliches getan hat. Während einer Autofahrt in der Provinz Chantaburi stieß der diensthabende Ersthelfer Manasrivate auf eine verstörende Unfallszene. Ein Motorradfahrer hatte ein Elefantenbaby angefahren. Während alle anderen Umstehenden am Unfallort dem verletzten Motorradfahrer halfen, führte Mana tapfer eine Herz-Lungen-Wiederbelebung an dem Elefanten durch. Natürlich war es das erste Mal, dass er einem Elefanten eine Herz-Lungen-Wiederbelebung verpasst hatte. Und obwohl er nicht für die erste Hilfe an Elefanten ausgebildet war, konnte er den Elefanten nach 10 Minuten Herzmassage wiederbeleben. Die Rettung wurde von Passanten gefilmt und ist ziemlich beeindruckend, da man sieht, wie der Elefant plötzlich zu sich kommt. Mana sagt, als das Elefantenbaby anfing, sich zu bewegen, habe ich fast geweint. Das Kalb wurde mit einem LKW in ein Behandlungszentrum gebracht und später an der gleichen Stelle wieder mit seiner Mutter, die dort auf ihn wartete, vereint. Glücklicherweise wurde auch der Motorradfahrer nicht ernsthaft verletzt. Die Geschichte zeigt, dass die tapferen Ersthelfer nie außer Dienst sind und immer helfen. Und zwar nicht nur Menschen, sondern auch Tieren. Eine sehr kanadische Rettung. Gehen wir nun in den abgelegenen Norden Ontarios. Dieses riesige Gebiet der kanadischen Wildnis bietet erstklassiges Angel- und Jagdland. Während er mit einem Freund am Lake Superior fischte, bemerkte Steve Morin etwas, das sich weit entfernt im Wasser bewegte. Bei näherer Betrachtung erkannten sie, dass es ein ertrinkender Elch war. »Wir fuhren da raus und das Tier schwamm im Kreis herum und tauchte ab und zu unter«, berichtete Morin. Kopf, Ohren und Geweih des Elches waren komplett unter Wasser und er kämpfte um sein Leben. Morin, ein bärenstarker kanadischer Naturbursche und sein Freund, zogen den Elch 300 Meter weit ans Ufer. Der Elch war sehr erschöpft und hatte ein verletztes Auge. Der kanadische Elch wiegt etwa 320 Kilogramm und hat ein großes, scharfes Geweih, das als Waffe verwendet werden kann. Kanadische Autofahrer wissen, dass man Elchen ausweichen sollte. Sie stehen oft mitten auf der Straße und gegen einen Elch zieht das Auto immer den Kürzeren. Morin wollte dem Elch eine Außenseiterchance geben, denn er weiß, dass er einen Großteil des Jahres sowohl von Menschen als auch von anderen Tieren gejagt wird. Leuten ohne Erfahrung mit Wildtieren würde er von einer solchen Rettungsaktion allerdings abraten.
Man hätte ernsthaft verletzt werden können? Morin selbst ist in der Gegend für seine Tätigkeit als Elchjäger und Jagdführer bekannt und weiß, was er tut. Das bedeutet nicht, dass er kein großes Herz hat. Die Jagd ist dort tief in der Kultur verwurzelt und dient nicht der Unterhaltung, sondern tatsächlich zur Nahrungsgewinnung. Die Entscheidung, diesen speziellen Elch aus seiner Notlage zu retten, traf Morin aus echter Liebe zu diesem edlen Tier des Nordens. Währenddessen in Spanien. Unsere nächste Geschichte handelt von einem tapsigen Baby-Zebra. Werfen wir einen Blick nach Spanien. Hier kam ein Zebra zur Welt, das gleich nach dem Durchtrennen der Nabelschnur in einen Teich stolperte. Die von der Geburt geschwächte Mutter musste voller Angst und Sorge zuschauen. Glücklicherweise tauchten die Tierpfleger sofort hinterher, um den kleinen Kerl zu retten. Wenige Augenblicke später lief das Zebra umher und freute sich über seine neu gewonnene Freiheit außerhalb des Mutterleibs. Diese Geschichte ist ein Beweis für die Hingabe, die Zoo- und Tierschutzexperten für ihre jungen Schützlinge zeigen. Jetzt wollen wir sehen, was einige junge Babytiere in Arizona erlebt haben. Ein mit Kakteen bedecktes Tier. An einem Morgen in Sun City West in Arizona verließ Gwen Maxwell ihr Haus für einen Morgenspaziergang. Dabei entdeckte sie etwas, das wie ein verletzter Welpe aussah. Um sicher zu gehen, dass er sich auf dem Heimweg befand, folgte sie ihm eine Weile, bis sie entsetzt feststellte, dass er komplett mit Kakteen bedeckt war. Bei genauerer Betrachtung erkannte Gwen, dass der Welpe in Wirklichkeit ein junger Kojote war. Er hatte 7 Bündel Chola-Kakteen an seinem Körper und im Gesicht kleben und schien große Schmerzen zu haben. Einem lokalen Nachrichtensender berichtete sie, er stand auf und taumelte herum mit all diesen Kakteen am Körper. Es war herzzerreißend. Die Mutter des Baby-Kojoten schaute aus einiger Entfernung zu und war sichtlich besorgt. Vor allem, als der Kleine schließlich durch die starke Hitze zusammenbrach. Gwen sprach 2 Arbeiter des nahegelegenen Golfplatzes an und sie kamen zu Hilfe. Ein Mann hielt den Kojoten fest, während der andere eine Zange benutzte, um die Kakteen zu entfernen. Erstaunlicherweise ließ der Kojote alles geduldig über sich ergehen. Nachdem sie ein paar Fotos von dem süßen Kerl geschossen hatten, ließen sie ihn laufen. Mutter und Geschwister des Kleinen nahmen ihn erfreut in Empfang. Ohne die Hilfe dieser Menschen wäre der arme Kojote gestorben. Glücklicherweise wurde er mit seiner Familie wiedervereint und seine 3 Retter werden diesen Tag niemals vergessen. Wie sie berichteten, hätten sie diesem Tier in Not nicht den Rücken zuwenden können. Es scheint, dass Sun City West ein Ort für wahre Tierliebhaber ist. Das war unser Video für heute. Ich weiß, es waren viele Geschichten, aber wir wollten dir keine dieser herzerwärmenden Begebenheiten vorenthalten. Sie sprechen dafür, wie viel Gutes täglich überall auf der Welt geschieht. Mitgefühl kann ein globales Phänomen sein. Wir hoffen, dass dich diese Geschichten ebenso berührt haben wie uns. Hast du selbst schon einmal ein Tier gerettet? Wie war das? Oder wurdest du vielleicht sogar schon einmal von einem Tier gerettet? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Wir lieben diese Art von Geschichten. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, den Like-Button zu drücken und dich anzumelden, um benachrichtigt zu werden, wenn unsere neuen Videos hochgeladen werden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.